Ich zeige euch ein Auto, das ihr schon ganz legal mit 15 fahren dürft. Und ihr werdet es nicht glauben, aber Opel sei Dank. Und Citroën. Denn das ist der neue Opel Rocks-E, das deutsche Pendant zum französischen Citroën Ami. Den habt ihr bestimmt schon mal bei Jesse gesehen. Grüße gehen raus. Meine Highlight? Die gegenläufig öffnenden Türen, das spartanische, aber irgendwie futuristische Cockpit und das riesige Panoramadach. Für das Infotainment ist einfach das Smartphone eingeplant. Der Rocks-E bietet Platz für zwei Personen, hat ca. 8 PS, fährt 45 km/h schnell und hat eine elektrische Reichweite von 75 km. Und wieso kann man den jetzt schon mit 15 fahren? Weil er offiziell als Leichtkraftfahrzeug eingestuft wird und dafür reicht der Führerschein AM. Ja, und den kann man halt mit 15 machen. Aufgeladen werden kann der Wagen ganz entspannt an jeder Haushaltssteckdose. Wäre doch was für euch oder bleibt ihr eher beim Roller oder Mofa?